Das ist irgendwie eine geile Einheit. Es macht richtig Laune, dazu zu sehen. Hallöchen und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer heute ganz besonderen Folge von Clash of Clans. Wie ihr dem Titel schon entnommen habt, geht es heute um das 100-Abonnenten-Special hier auf meinem Kanal. Und ich kann gar nicht sagen, wie dankbar ich euch bin. Es ist einfach klasse zu sehen, gerade jetzt, wo ich wieder begonnen habe in den letzten 2 Wochen, was da tatsächlich an Andrang ist und was für ein Bedarf auch vor allem nach Base-Buildings ist. Vor allem gegen die Walküren und für Strategien und Tutorials. Deswegen vielen, vielen Dank an euch, dass ihr so fleißig mit zuschaut und dass ihr so fleißig Kommentare schreibt und dass ihr die Videos liked und dass ihr sie auch teilt. Und ja, da danke ich euch einfach ganz herzlich für. Und deswegen machen wir heute was ganz Besonderes, nämlich ein Gewinnspiel. Und bei diesem Gewinnspiel gibt es ganze 1200 Gems zu gewinnen. Ja, das mache ich wirklich nur für euch, weil ihr seid diejenigen, die hier das Ganze mit am Leben halten und die mir auch einfach wieder die Motivation jetzt so schnell gebracht haben, dass ich gesagt habe, ich habe richtig Bock in der nächsten Zeit und überhaupt weiter Videos zu machen. Deswegen werden jetzt auch ab sofort mindestens wöchentlich Videos kommen, also mindestens eins pro Woche, wenn ich es schaffe. Oder sogar mehr. Ihr seht ja momentan, kommt fast täglich oder alle 2 Tage eins. Ja. Also für das Gewinnspiel, was müsst ihr dafür machen? Es gibt ein paar kleine Vorgaben. Und zwar als erstes, ihr müsst das Video geliked haben. Als zweites schreibt ihr in die Kommentare Hashtag Google Play Card, wenn ihr eine Google Play Card wollt für Android, oder Hashtag iTunes Card, wenn ihr die iTunes Karte wollt. Und als drittes schreibt ihr dann eben noch in den Kommentar dahinter, ich wünsche mir mehr Videos über. Und dann schreibt ihr, was ihr euch gerne wünscht. Das ist alles, was ihr machen müsst. Und dass die Auswahl, die startet, sobald dieses Video 50 Likes hat. Das ist die magische Zahl, die magische Marke. An dem Tag, wo das Video 50 Likes erreicht, werde ich das Ganze auswählen. Ich werde das Ganze auch am Computer machen und ich werde das Ganze aufnehmen. Ich habe da ein Programm, das von allen Kommentaren von allen, die Kommentare geschrieben haben, jemanden auswählt und dann kann ich auch direkt sehen, ob es geliked wurde und danach kontaktiere ich dann denjenigen, der gewonnen hat und der erhält dann eben die 10 € Google Play Card, mit der er sich dann 1200 Gems aufladen kann und dementsprechend im Spiel weiter schön was machen kann. Ja, seht ihr schon die ganze Zeit im Hintergrund laufen angeregt Videos. Ich habe jetzt mal die Bowler ausprobiert und werde dazu in den nächsten Tagen bzw. in der nächsten Woche auch noch ein Video machen, wo ich dann nochmal was dazu sage, ob der Bowler sinnvoll ist oder ob er nicht sinnvoll ist. Ja, und Bowler-Massenattacken mit Queen Walk, ihr seht sie selbst im Hintergrund. Jetzt gerade auch beim zweiten Video, ganz speziell, da blenden wir mal die anderen Sachen alle aus und können den Angriff jetzt nochmal wirklich hier sehen. Also, ich starte immer hier mit der Queen, wie man das da sieht, und habe 23 Bowler mit dabei, plus zusätzliche 4 Bowler in der Clanburg, macht 27 Bowler, 3 Wutzauber, einen Heilzauber. Und mein Ziel ist es halt, so ein bisschen mit dem Queen Walk einen Gang zu basteln, mit den Bowlern außen was zu cleanen und dann am Ende reinzugehen. Und ich habe vor allem diesen Gegner natürlich angegriffen, ihr seht es, weil er massig Rohstoffe in den Sammlern hat. Das konnte man sich nicht entgehen lassen, und ihr seht schon mal, die Bowler, die spielen total verrückt. Also ich muss schon sagen, das ist irgendwie eine geile Einheit. Es macht richtig Laune, dazu zu sehen. Ich bin aber von dem Damage, den die Einheit macht, also für diese Truppenplätze, die sie verbraucht, nicht ganz so von beeindruckt. Also es ist irgendwie ein bisschen zu wenig Schaden. Ich würde sagen, damit die tatsächlich mal richtig nützlich werden und für 3-Sterne-Taktiks, dann müssen sie den Schaden nochmal von denen erhöhen. Oder im Gegensatz dazu vielleicht den Schaden von den Wallis reduzieren. Denn ansonsten, ja, sind die Wallis momentan einfach die stärkste Einheit, wenn es um Rathaus 10 geht. Was man natürlich auch für eine Taktik gut anwenden kann, sind immer noch die Mass-Golem-Strategie. Also wenn ich 6 Golems nehme und dann mit Magiern dahinter, da kann man bei manchen Boxbasen gerade
auch ganz gut 3 Sterne holen. Also haben wir jetzt auch schon öfters gesehen, das funktioniert. Das Einzige, was momentan nicht so gut klappt, sind die Hexen. Die wurden ja ziemlich stark genervt, dadurch, dass die kleinen Skelette keine Bomben mehr auslösen. Laufen die Hexen ja immer zu den Bomben hin, zu den Pfeilen, bis sie dann dort sterben. Und ja, dann sind die leider nicht mehr ganz so stark. Und seitdem verwenden wir die auch nicht mehr wirklich. So, jetzt geht das Video hier noch seinem Ende zu. Dann blende ich euch hier nochmal eine kleine Zusammenfassung ein vom Gewinnspiel, dieselbe, die ihr vorhin schon gesehen habt. Und ich wünsche jedem einzelnen von euch ganz viel Glück. Und das nächste Gewinnspiel, die nächste Marke, die setze ich jetzt einfach mal bei 250 Abonnenten fest. Bei 250 Abonnenten kommt das nächste Gewinnspiel. Und ja, ich freue mich da schon riesig drauf. Überhaupt bin ich total begeistert, dass so vielen einfach auch gefällt und so viele hier auch regelmäßig mit zuschauen. Und ich hoffe einfach auch, dass ihr das alles mitnehmen könnt in euren eigenen Clan, dass ihr das mitnehmen könnt, übertragen könnt auf eure eigene Base und einfach richtig gut werdet in diesem Spiel. So wie das Ganze jetzt auch schon geklappt hat. Ich spiele mittlerweile schon, ich meine schon 2 Jahre. Ja. 2 Jahre mittlerweile schon, so lange ist es her. Ist relativ frisch irgendwie, im Februar im Jahr 2014 habe ich angefangen und jetzt haben wir schon Mai 2016, so schnell vergeht die Zeit. Ja, also, dann ich bedanke mich ganz herzlich bei euch wieder mal fürs Zuschauen und lasst gerne ein Abo da, wenn ihr up to date sein wollt und ein Like, wenn es euch gefällt, beziehungsweise jetzt auch fürs Gewinnspiel vor allem erforderlich. Und bis dahin sage ich dann tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Clash of Clans beim Dancer. Haltet die Ohren steif. Ciao, ciao.